wenn ich kurz bett bist. Das ist mega lieb von dir. Ja, sehr gerne. Tierschmerzen mit verschwindenden Jesu Namen. Yes! Mal rumlaufen. So. Ich habe noch mal Danke sagen, dass ich dem Markus geholfen habe. Der hat so lange gelegt, dass ich mir Schmerzen habe. Ehrlich? Ja. Okay. Ja, du eben. Jesus Dank, er hat geholfen. Das sind nur die verlängerten Arme. Also du kannst auch, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, kannst du auch Leute heilen. Weil das ist ein lebendiges Wasser, das ist für Gott. Du mal testen. Gut. Also ich denke, das ist echt nicht mehr. Ja, dann nicht mehr weh. Okay. Jetzt ist es weg. Ist es weg? Ja. Okay. Okay. Ja, das ist Jesus, wo der Christ sagt, er hat all deine Schmerzen treiben für dich. Dass du sie nicht musst tragen. Okay. Der hat auch alle Sünden treiben für dich. Das hast du auch schon gesehen, sicher, oder? Genau. Darf ich kurz erklären? Ja. Okay. Auch Gott liebt dich, oder? Er hat einen Plan mit deinem Leben, mit deinem Leben, mit ihm persönlich, oder? Er hat einen spezifischen Plan. Und mit dem zu tun, wie Gott dich hineingelegt hat, auch Talent und so, und Vision, Träume, die du hast und so. Ich meine, er ist sicher auch schon mal gelogen, zum Beispiel, oder? Ja. Oder schlecht geredet über andere, oder? Ja. Rufmord ist ja Mord, oder? Oder Eifersucht, oder? Und so weiter. Weil er ist so heilig, oder? Aber Gott will, dass kein Mensch verloren geht. Darum hat er seine einzige geliebte Sohn hergegeben. Damit alle, die im Glauben nicht verloren gehen. Jesus hat am Kreuz alle Sünden der Menschheit weggenommen. Er hat zahlt mit seinem Leben, weißt du nicht? Dass jeder Mensch Zugang hat zu Gott, dass er Beziehung mit ihm hat. Aber die Beziehung ist natürlich freiwillig, oder? Gott will keine Marionette, oder? Er will Herzen. Fragezeichen, willst du die Beziehung mit Gott? Willst du das Geschenk annehmen? Dass er dein Retter und dein Herr sein in deinem Leben? Willst du mit Jesus zusammen leben? Ja. Ja. Okay. Also, ja. Ja. Das ist mega lieb von Ihnen, dass ja, die anderen ja, sehr schön. Ja. Und was wollen wir machen, wenn wir das machen? Ich muss gar nicht machen. Es ist eigentlich nur Vertrauen, weißt du? Aha, Gott. Das ist unglaublich. Das ist, aber glaubt mir, das ist so krass, aber schön, wunderbar. Ja. Das ist mega cool, so unterwegs zu sein. Und so schön, dass du das bei der Heim mitbekommen hast. Danke, dass du all meine Sünden getragen hast. Und danke, dass du all meine Sünden getragen hast. Gott wünscht sich so, dass du ihm das ganze Herz gibst, dass du ihm alles gibst, weißt? Dass er dich dann kann segnen kann, in allen Bereichen. Gott liebt dich mega. Okay, ist das gut? Ich weiß nicht, du hast sicher eine Bibel, oder? Ja. Du hast auch eine, okay? Also, die Heimat, heißt. Die Heimat, ja, genau. Und vorab von im Neuen Testament im Johannes-Evangelium. Heilige Geist, wie dich führen? Wie eine feine Stimme, weißt du, wie ein Gesang von dir kommt, wo du merkst. Dann hast du Gewissheit, dass du dir ins Leben hast, wenn du mal mit Gott. Das ist der Kollege. Okay. Bete für deine Prüfung, dass du sie verstehst. Ja, genau. Dass du dir dein BFB anbekommst. Er hat so viel verraten. Er will dir Leben schenken, im Überfluss, in allen Beziehungen, in allen Bereichen. Gott meint es so gut, weil er hat sich geschaffen, er hat Beziehung mit dir. Dass Gott selber in dein Herz kommt, in dir hineinkommt, und du bist eine neue Kreatur. Gott und dein Geist werden eins. Du kannst immer so, du bist der Sohn Gottes nachher. Okay, ja, gut, ja, tschüss.